Finde Spuren am Leichnam, die du fotografieren kannst. Okay, was haben wir hier? Sind das Kratzspuren oder was ist das? Well, well, there's even more here. Okay, das werden wir wahrscheinlich gleich gesagt bekommen. Ne? Wie sieht es aus mit den Knien? Das sieht irgendwie aus, als wären sie irgendwie darauf rumgerutscht. Was ist das? Sieht aus wie, eine Entzündung. You don't get such bruises from a normal contusion. Blaue Flecken. Da muss irgendwas reingedodged sein. Oder nicht? Was ist das denn für Pocken? Warte mal, was sind da... Leute! Wenn das keine Würgspuren sind, weiß ich nicht. Oder ist sie erstickt vielleicht auch? Nee. Die hatten... Also bei dem ersten Leichnam hatten wir das nicht. Was ist das? Ich wollte gerade sagen, also wenn das kein Beweis... Was ist denn da hinten raus? Was guckt denn da raus, hä? Interesting. Very uneven. Ja, Junge, das sind doch, das ist doch Fremdeinwirkung. Da kann man mir doch sagen, was man will, hä? Niemals. Niemals. Das ist doch nicht legit. Yes, I've seen this many times. Was ist denn das? A few will we need to look into here. Die Akte raussuchen, ne? Wahrscheinlich. Fotos an der Fototafel, alles klar. Wird gemacht. Machen wir sofort. Hanging Mark? Ah, hier! Das sind Abdrucke, ne? Oder was? Bruises. General. Left Arm. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, wo holen wir unseren Block raus? Wie ging das nochmal? Achso, ja. Notes prepared. Time to take a closer look. 40 Kilogramm bei 1,75. Ach du Scheiße. Untersuche die verdächtigen Stellen mit der Lupe. Ja, machen wir sofort. Weil wir müssen ja herausfinden, was genau da... Also das ist das Hassigste hier. Some furrows have imprinted more strongly, others less. Woher kommt das? Someone was, undecided? Also es ist ja jetzt schon klar, dass es wahrscheinlich also durch Fremdeinwirkung passiert ist, oder? Vielleicht wurde sie erst unter Drogen gesetzt und dann quasi, ne? Von wegen Dingsbums hier, ihr wisst schon. Gefügig gemacht und dann vielleicht doch nicht. The number of bruises suggests that there may have been some kind of tussle. Was ist hier passiert eigentlich? Da muss ja richtig draufgehauen worden sein, oder nicht? Das kann mir doch keiner sagen. Such bruises are caused by either a very ja. heavy blow or by some internal issues. Inneres Problem? Die hat die sich ihren Magen weggeätzt oder was? And here's something interesting. The skin of the deceased is covered with numerous blisters. Some of them are ruptured. Others still contain fluid residue. Oh. Innere Blutungen? Nein, das kriegt man doch nicht durch innere Blutungen. Ja gut, ich kenne mich jetzt auch nicht so komplett damit aus, ne? So, wo ist denn das nächste? Ah, hier, am Fuß. More numerous blisters. Strange. Kann durchaus so aussehen, okay? We have some leads to investigate here. Let's write this down. Wenn ihr das sagt, dann habe ich nichts gesagt. Ihr werdet schon recht haben. Markiere die zuvor gefundenen Wunden an der Puppe auf dem Klemmbrett. Stimmt, da war ja wieder was. Klemmbrett. Ich hab schon wieder vergessen, wo es ist. Ich hab's einfach schon wieder vergessen. Das kann doch nicht wahr sein, Kevin. Ach, Klemmbrett. Natürlich. Das Ding hier. Da war ja was. So. Also, wir haben einmal am Hals. On the neck of the deceased, we can see clear furrows, indicating that strangulation may be the probable cause of death. Möglicherweise von einem Versuch, sich zu erhängen. Oh! Stimmt, das habe ich ja gar nicht in Betracht gezogen. Einfach selbst verschuldet. Das kann ja auch sein, na klar. Habe ich ja gar nicht gezogen. Also, natürlich. Given the condition of the deceased, it's difficult to tell immediately whether the bruises were the Aber, result ja, genau, of struggle was, woher or perhaps the result of iron deficiency. Eisenmangel oder, also woher die blauen Flecken?
Wurde da geprügelt? Wurde da gekämpft? In general, such blisters usually appear in the case of mechanical abrasions, but due to the place of occurrence, this should be excluded. The most likely cause of such skin changes is the high concentration of barbiturates in the body. Barbituratvergiftung? Was ist das? Was ist das? Was ist Barbituratvergiftung? Weiß das jemand? Gucken weiter. Although it's easier to have abrasions on your feet, but the number and size of the blisters suggest that it's probably a matter of barbiturate poisoning. Da bin ich raus. Okay, wir werden das bestimmt noch rausfinden. Currently, it's difficult to say whether the bruises were the result of a beating or whether it could be some kind of internal bleeding. Junge, Murphy ist einfach hat einfach den Mord gemacht hier. Markierung betrachte jede Wunde auf dem Abschnitt Spuren und Wunden. Bam. A severed spinal cord. Selbstmordstrangulation or trachea will verify. Also da bin ich immer noch auch bei Fremdeinwirkung. Da bin ich immer noch bei Fremdeinwirkung. The examination with a UV lamp will dispel some doubts. Potential attackers could have left traces. I'll add barbiturates to the list of necessary tests. Überdosis. Aber wird das einfach so ein gemein... Junge, wer macht sich denn eine... Also wer ballert sich denn komplett? Wie will man denn... Wie sicher will man sich denn sein, Alter? Erhängen und dann noch da irgendwie Dinger reinballern? Boah. To be checked in the lab later. Okay. After examining the organs, we can easily verify whether there was internal bleeding or whether the deceased was suffering from something. Given the testimony of the victim's friend, I add alcohol poisoning to the list of potential causes of Miss Barker's death. A blood test will no doubt quickly verify that hypothesis. But first I'll check for external traces. For this we use the good old UV lamp. Oh, Fingerabdrücke? Wir checken Fingerabdrücke, Leute. Glaube ich. I look carefully at the whole body. UV rays will reveal any traces. Right torso. Empty, without marks. Ohne Spuren, aber was ist hier? Am Arm? The left hand seems to be fine. No marks. The area around the head is empty. Alles frei? Legs, there's nothing here. Ah, well, nothing to surprise us here. Keine Finger? Now gently, we take the deceased by the hand. Führe die Rigor Mortis Untersuchung durch. Ja, machen wir. And we check for Rigor Mortis. Entschuldigung, langsam, ich bin ein bisschen aus der Puste. Ja, ich habe Geburtstag heute. Again, the hand falls freely. Okay, aber was bedeutet das denn, wenn die Hand nicht runterfällt? Ich meine, wahrscheinlich hat er das beim ersten Mal erklärt, aber ich habe es wieder vergessen. Was ist das denn dann? Ist das dann wegen der Todesursache oder der Todeszeit? After yesterday, you should know what this means. So nein! Du Arschloch, ich habe nicht für den Test gelernt. Totenstarre. Ja, aber warum? Was bedeutet das? Wie lange dann die Leiche schon tot ist, oder was? Kann man darauf schließen, dann zurückgreifen. Barbiturate sind Betäubungsmittel, die man auch zur Narkose etc. nimmt. Okay. Ah, okay, okay. Also wegen der Todeszeitpunkt. Okay. We don't have a definitive lead. We will examine all the key organs one by one. So, I'm starting the internal inspection. Alles klar. Müssen wir sie wieder aufcutten, ne? Leute, Achtung! I dissect the skin of the deceased. Abfahrt. And I proceed to deflect the skin flaps. Compared with yesterday's body, whoa! The deceased has only trace amounts of adipose tissue. Was ist denn hier los? Was war das denn für ein Schleim gerade? Das hatten wir bei dem gestern aber nicht. Tobi war nicht so. Tobi war anders. Now for the ribs. Wähle die Astschere und entferne die Rippen. Achso, ja klasse, stimmt, da muss man auch noch machen. What do we have here? Or rather, what? Alter! There is die Lungen! No sign of internal bleeding. Guck dir die Lunge an! Bruising, it doesn't take much. My wife was constantly banging into furniture. Walking into door frames. That's a wonder she never broke anything. Okay, before aus dem Auge. I disembowel the deceased, I will take samples for toxicological tests to determine the alcohol content in the body. I just need my syringe. Just to be sure,
I'm taking samples from three organs. The eyeball, the heart, and the bladder. Analysis will rule out, or confirm, alcohol poisoning as the cause of death. Einmal hier raus. Nur einfach eine Spritze ins Auge. Stellt euch das mal vor. Gar nicht geil. Gar kein Bock. Dankeschön übrigens RLP-Streamer für die 3 Euro. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Stellt euch mal vor. Einer ist so. Einfach mal. Von überall werden ja heutzutage Livestreams gemacht. Einfach Leichenhalle. Und dann bedankt er sich einfach, während er hier einfach im Auge eine Spritze reinsteckt bei der Leiche. Ach du Scheiße. Ey, danke für die 5-Wasser-Bombe. I'll transfer these to the centrifuge. What was it? 15, 70, 10, 75? Es war 70% bei 15%. 70% bei 15 Minuten, glaube ich. Was? Hol das Notizheft mit den notwendigen Daten für die Zentrifuge aus dem Büro? Wieso das denn jetzt? Ich dachte, wir sind Profi und haben uns hier alles einnotiert. Och mein Gott. Ich warne dich, Samantha, ne? Wenn du den Tobi machst und ein bisschen Toy Story spielst, ne? Da mache ich dich mit. Sag ich ehrlich. Bin gleich wieder da. Ist sie noch da? Ja, besser ist das. Besser ist das. Warte mal, war ich weit weg? Numbers have never been my strong point. Ich will das lesen. It's probably why I regularly forget birthdays and anniversaries. I'm lucky Alice always forgave me. Aber ich will lesen, ob das die richtigen Werte waren. Dieser komische Dude an der Rezeption, der gefällt mir auch gar nicht. Das ist so dieser typische, der irgendwie auch keinen Bock mehr auf sein Leben hat irgendwann und einfach alle umbringt um sich herum. So wirkt er zumindest. Samantha. Ich schwöre euch, irgendwann kommen wir hier rein, dann tanzen die einfach rum hier. Mal hängen einfach wie irgendwelche Puppen an den Decken und drehen rum. War wirklich richtig? 15 Minuten, 70%, yes! Ich habe was im Praktikum gelernt. Ja! Geil, ich bin doch gar nicht so scheiße, Leute. Vielleicht, wenn Twitch irgendwann nicht mehr läuft, schneide ich einfach Leichen auf. Warum denn nicht? Alles Gute zum Geburtstag? Hä? Hast den Zap und 3 Euro für einen Red Bull bekommen. Dankeschön, aber ich habe heute nicht Geburtstag. Aber Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Okay. Wir kommen back to business, Leute, okay? Sorry. 15 Minuten, 70%. Hier können wir es auch nochmal nachlesen, alles, was wir nachlesen wollen würden. Aber wir brauchen auf jeden Fall 15 Minuten und 70%. Shaky Mode. Geht denn das nochmal? Hä? Achso, ich muss erstmal die Proben da reinmachen. Einmal Auge, einmal Herz und einmal Blase. Gently does it with this old thing. Handle with kid gloves. 15 und 70%. Und einmal den Smoothie zusammenarbeiten. Perfekt. Bam. I'm starting the centrifuge. Let's see what results come out. Samantha ist immer noch gar, Leute. It's already open, so. Fucking hell! Warum jedes Mal? Junge, jedes Mal, wenn ich... Ridley! Mr. Ridley! Where is he? The fuses need resetting. Fuck it. I'll do it myself. I swear there was a flashlight in here. Samantha? Samantha? Okay, sie liegt noch. Alles gut, sie liegt noch da. Es ist alles in Ordnung. Alles wunderbar. Kein Stress. Ja, nee, also jetzt gefällt mir der Job doch nicht mehr so sehr. Sicherung im Lagerraum überprüfen. Boah, Leute mit Epilepsie-Problemen oder so sollten vielleicht jetzt wegschauen. Das ist ganz eklig. Wo ist das Storage? Hier. Nee, das ist Laboratory. Das ist nicht Lagerraum. Whatever. I know where the switches are anyway. Hey, wo sind die denn?
Oh, hallo, ich würde einmal gern die Sicherung reinmachen. Alles gut, Chat. Alles gut. Es ist nur Late Night in der Leichenhalle, nichts Gruseliges. First the right, and then the left. And voila. Juhu! Wie er gerade Panik hatte, ne? Ich schwöre dir, Samantha, wenn du jetzt irgendwie in der Zeit die... What? Ich hab's euch gesagt. Das offene Fenster. Mir hört ja keiner zu. Mir hört keiner zu. Ich schwör's euch. Da wird geklopft. Alles nur Ablenkungsmanöver, damit Samantha sich eine Lasagne reinknallen kann. What the... Oh, for fuck's sake. Die Tür ist gerade auf. Can't I work in peace? Die Tür ist automatisch zugegangen. Leute. Mag ich nicht. Jack Hanman speaking. Easy, why so rude? Steve? Sorry, man. This place is falling apart, and Ridley won't even lift a finger to help. You just can't work here. Did the centrifuge trip the fuses again? Yeah, eventually everything's gonna go up in smoke. Hey, look on the bright side. It's a free cremation with your autopsy. Jesus, stop it. That shit pisses me off. Okay, sorry, Jack. Anyway, I'm calling to ask how the autopsy's going. Wieso fragt Soon er das? There'll be journalists sniffing around for info, so... Oh, weil sie berühmt. I'll whiz through this in a couple of hours. It doesn't look like a complicated case to me. More of a formality. The report will be available in the morning. Sounds great. Thanks. Phew! How's your head? Well, my head seems better than yours. On the way to work. Holy fuck! Jack, turn on the radio! What? What's happening? Quiet! A three-car police convoy was involved in an accident near Pete's Bay Bridge while transporting prisoners to Orleans Parish Prison. At the moment, we do not know the exact number of victims or whether any of the convicts escaped. However, the scale of the accident indicates a large number of victims, possibly even fatal ones. Police are on their way to investigate the incident and secure the area. We know that the injured prisoners are on death row. The police were to transport them to their execution, which was to take place tomorrow morning. Many of them are very dangerous criminals. We will report on the matter on an ongoing basis, so stay tuned with us. What? Was? Das ist ja beruhigend. Steven. Was Red Pete one of the passengers? Red Pete. He was, wasn't he? What if he survived? That's Red Pete! I have to go. They want me on site. What if he survived? I gotta go. Talk to you later, okay? Fuck. Calm down, Jack. Jack, that's Red Pete. Pills. I need my pills. You heard him, Jack. A serious accident. Lots of victims. He's definitely dead. Toller Kumpel. Junge, wie der auch einfach geht, ne? Vor allem, als wäre der irgendwie getriggert worden. Warum hat er darauf so reagiert, als er Red Pete angesprochen hat? So, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass wir irgendwie aktuell in einer instabilen Lage sind, ja? Aber wenn es doch seine Freunde sind, warum reagieren die so komisch auf einen Red Pete in dem Moment? Das ist ja nicht so, wie man reagieren sollte, oder? Das gibt mir gerade so Vibes von wegen, ey... Ich weiß nicht warum, aber vielleicht denken die, dass ich mir den nur vorstelle oder irgendwie einbilde, warum auch immer. Red Pete. Habe ich noch nicht gehört vorher, oder? Und jetzt direkt zu den Pillen zu greifen, weiß ich nicht. Ist halt... Check, Junge. Ist das der Weg? Vielleicht hat er was mit dem Tod von Alice zu tun. Ja, aber warum sollten die dann so reagieren? So abwertend. Yes. Nein! Nothing's going to happen. Er hat gegen angekämpft. Christ. I've gotta get back to work.
Geile Basis auf jeden Fall für eine Obduktion wahrscheinlich, ja. Nimm die Proben aus dem Rotor der Zentrifuge, ey. Und Red Pete kommt. What? Es fängt ja genau jetzt schon so an, Alter. Der hat ihn nicht mal 2 Sekunden eingeschmissen. Das ist jetzt schon vorbei. Ich dachte gerade, das Fenster wäre wieder auf. Hier ist alles beim Alten, richtig? Ja, richtig. Auch schön, dass der ganze Strom ausfällt und der eine sich nicht mal ansatzweise irgendwie bewegt, oder? Der krallt sich einfach die Eier. Samantha? Technical break. At least I know I can pursue a career as a janitor if I need to. Fucking hell! Meine Fresse, wollt ihr mich alle verarschen? Das wird mir jetzt langsam zu bunt hier, ne? Ehrlich. So langsam regt mich das auf. Was für eine dumme Scheiße. Wir wollten doch einfach nur ein bisschen rumdoktorn hier. Ein bisschen Dr. Bimmer reinknallen. Aber wer will ich doch gar nicht. Erstmal die Donut fressen. Aus Stress. Das wäre mein erster Move. Aus dem ganzen Stress einfach die ganzen Donut wegessen. Was auch sonst? Okay. Wird schon nichts sein. Alright, let's see if we were able to get anything out of this piece of crap. And miraculously, yes. Toll. The samples did spin. I'll transfer them to the chromograph in the lab. Warum mussten wir die beim letzten Mal nicht in das Labor bringen? Haben die sich da nicht auch gedreht? Oh, ist das scheiße, ey. Wirklich, das wäre jetzt der Moment, wo ich sagen würde, jo, ich zieh den Stecker, Leute, ich fühle mich heute nicht. Kein Problem, Alter, kein Bock. Kein Bock. Ehrlich. Alright, let's load this up. In das Gestell, da hier. I place the test tubes in the rack. Machen wir. Rein damit. Nimm die Pipette und stelle sie so ein, dass sie 5 Milliliter Flüssigkeit aufnimmt. Now, just take 5 Milliliters from each. Precisely. 5. Und Abfahrt. And the next. Muss ich das jetzt. Ach so. Ah, okay. Ja, klar. Sonst puste die das wieder raus, ne? Ist das komisch. Dann auch diese komische Melodie im Hintergrund, ne? Das macht einen kirre die ganze Zeit. Ich werde schon paranoid. Wirklich, das ist nicht geil. Hä? Achso. Wir müssen die auch schon reinhalten. 5 more. Okay, alles gut. Keiner bringt uns um. Es gibt keinen Red Pete. Wir machen nur unseren Job. Leben ist schön. Gleich ein Eimer Sangria zu Hause. Und alles ist gut. Oder nicht? Und hoch. We put the prepared sample into the machine. Ich könnte das nicht. Das muss doch so eklig sein, auch mit den ganzen. Ich meine, irgendwann stumpft man ab, aber trotzdem, ey. Let's see what we have here. Ja, warte, ich gucke aber erstmal, ob Red Beat uns beobachtet, okay? Was ist denn das? Einfach Toilettenpapier neben der Tür. Ich versuche mich vielleicht gerade ein bisschen abzulenken, okay? Ist nicht schön. The results indicate that the deceased did consume alcohol shortly before her death. Okay. However, this is not an amount that could cause poisoning leading to death. Naja, wenn du Drogen dazu packst. Wenn du Drogen dazu packst und dich noch versuchst zu erhängen, ich weiß ja nicht. I can return to the body and continue the rest of the examination. Oh, ohne Probleme, oder? Oh, Katze. Animals, Life of My Cat. Ich glaube, genau das wäre eine Zeitschrift, die ich mitnehmen würde zu so einem Job. Einfach um mal ganz kurz mich zu erden oder sowas. Samantha. Lasagne? Oh, Gott sei Dank.
The chromatograph results show that we can eliminate alcohol poisoning from our list of potential causes of death. However, remember that alcohol can affect the functioning of the entire body. Aber was ist mit ihrer Lunge los? Also ich weiß jetzt nicht, die sieht nicht so geil aus, oder? It disturbs the heart rhythm, accelerating its rate, and dilutes the blood, which may result in more severe bleeding in the event of an accident. Also remember that alcohol affects the metabolism of drugs in the liver, which I'll now look at in more detail. Ja, die wird doch safe first, was eingeschmissen haben, I'll oder pick nicht? Up the syringe again. Die wird hundertprozentig was eingeschmissen haben. I'll take samples from the liver and the heart to test the concentration of barbiturates in the body. Okay, so können wir herausfinden, ob wir dann wirklich was im Körper drin haben oder nicht. An Medikamenten. Und nur so können wir dann ausschließen, ob das dann irgendwie in Kombination irgendwie ungeil war. Wenn wir That's immer noch enough. Davon ausgehen, dass es... I'll do the test later. Das ist... I'd best not try my luck with the centrifuge right now. Now I remove the liver. Okay, raus. Wo ist denn die Leber nochmal? Das da, ne? No lesions. However, is slightly enlarged. Nicht viel Alkohol. It's a slight inflammation or drug-induced damage. It may also be the result of the deposition of substances from drugs. Leicht vergrößert. Let's check the weight of the organ. Leicht vergrößert. Okay. Leicht vergrößert. Rein damit. The weight is 1300 grams. The liver is enlarged. Okay, was bedeutet das? Wieso vergrößert die sich, wenn man Alkohol knallt oder was? I'll move on to a cross-sectional study. Perhaps the enlargement is the result of early cancerous changes. Wie groß ist sie normalerweise? Also wie schwer? Weiß man, also ist das irgendwie so, gibt's da irgendwie so ein... The blade glides through smoothly. I don't feel like I'm encountering any changes with an unusual structure. Warte kurz. Muss ein bisschen Brot schneiden. No steatosis or cirrhosis. The liver is actually quite clean inside. Genau das wollte ich gerade sagen. Genau das. Spring uns aus der Seele, Jack. Ehrlich. Ich finde es lustig, dass wir die einfach da liegen lassen. Das ist einfach scheißegal. Die bleibt da einfach. Ich meine, es ist unser Büro quasi, ne? The liver is basically healthy. We already know that the deceased didn't abuse alcohol. Drogenbedingte Lebervergrößerung. Drugs or other substances. Okay, also das kann natürlich auch passieren. To the heart. Oh. At a glance, we can see signs of a heart attack. Was? The deceased is definitely too young to have a heart attack due to natural causes. The liver is enlarged, not from alcohol poisoning, and the heart looks like it has collapsed. So, I guess we need to go to the centrifuge and check oh for nein. these barbiturates. Oh nein, nicht wieder Stromausfall, bitte nicht, Alter. Was haben die denn für ein Stromnetz? Oh Gott. Beschädigter Herzmuskel. The last time I saw this kind of poisoning was a few years ago. I better check the data in my notebook. Ey, ohne Witz. He was a middle-aged guy. He took his medication and forgot about it. So, he took another pill. He forgot again and took another one. And another one. Until he took the last one. Oh, God. That's why it's better to have amnesic drugs in boxes labeled with the days of the week. This sort of thing rarely happens anymore. Doctors tend to prescribe benzodiazepines. They are safer, but still shouldn't be combined with alcohol. Junge, imagine, ihr nehmt einfach Medikamente und dann vergesst ihr das wieder, dann nehmt ihr die nochmal und weiter und so fort und dann ist immer zu viel und dann seid ihr aber tot. Nur weil ihr nicht so eine scheiß Box hattet, wo eure Wochentage draufgeschrieben waren. Ach du Scheiße. Oh Gott. Wie unlucky ist das denn? Hilfe. Samantha, wo sind wir denn hier? Zwei hatten wir, ne? Alright. 15, 70. Und Abfahrt. 15, 70. Hä? 15? 70. Hä? 70% und 15 Minuten. Ist jetzt für was anderes. Ach so.
Barbituras in the body. 10 Minuten 75% und 6 Milliliter, okay, Milliliter Pipette. Okay, alles klar, jetzt weiß ich Bescheid. Sorry. 10 Minuten und... Scheiße, ich hab's schon wieder vergessen. Scheiße. Ich bin nervös. 10 Minuten 75%, meine Güte. Wo ist meine Maus? Achso. Hä? 10 Minuten 75%. We close the centrifuge and pray that it doesn't trip anything again. Bitte nicht. Ich warne dich. Lass es sein. 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 It looks like our luck is in. Sei ruhig, Jack. Jinx es nicht. Und das sagt dir das der Meister des Jinxens. Ich warne dich. Lass es. Lass es. Bitte. Können wir die da rausnehmen? Ah, ja, okay. We can take the samples to the lab now. Okay. Ich warne euch, wenn jetzt I wonder how she was able to get hold of these drugs. Hä? Wie sie an die Drogen herankam? Als jemand, der berühmt geworden ist durch eine Talentshow? Ich bitte dich. In so kurzer Zeit so berühmt zu werden, das kann doch nur die falschen Leute an Land ziehen. Ich glaube nicht, dass das ein Problem war. Okay, 2 samples this time. 6 milliliters each. Okay, stellen wir ein. Kein Problem. Machen wir sofort. Bam. Und Abfahrt. Bitte ohne Stromausfall. Das wäre schön. Das machen wir jetzt, damit wir herausfinden können, ob da auch Drogen im Spiel waren, ne? 12. Und rein. Boah, das ist aber ganz schön viel, Alter. Well, let's see how much did we find. Jetzt bin ich gespannt. Nothing surprising. Hä? Significant amounts Ach so, okay. of phenobarbital metabolites of hepatic origin. Das bedeutet? Looks like I'll have to check the contents of the deceased's stomach. Okay. Oh, kein Problem. Machen wir. Alles cool. Samantha, wir haben alles unter Kontrolle. Machen Sie sich keinen Kopf. Ihr wird es bald wieder besser gehen. Also, dann. The test showed that the collected blood contained enough barbiturates to cause cardiopulmonary collapse. The question now is whether it was an accident or a deliberate act. I'm proceeding to examine the stomach. Before extraction, I ligate the entire organ to prevent its contents from spilling out. Okay, das machen wir wahrscheinlich. Beginne mit einer gründlichen Magenanalyse, indem du das Organ untersuchst, okay. Okay, I'm now cutting out the organ, which will move to the board for dissection. Schneidebrett. Was hat das denn da unten? Was ist denn das? Das sah ganz komisch aus. So wie so ein Hörnchen oder sowas. Normally, the stomach and intestines are full of surprises. Ganz ruhig. Ganz langsam. Wir sind zwar selber gerade komplett auf Medikamenten unterwegs, Antidepressiva, alles, aber wir lernen ganz kurz einen Harry Potter Zauberspruch, kein Problem. Warum gucken wir uns aber jetzt den Magen nochmal an? Weil das nicht reicht, oder was? Als Beweis. But not this time. We see remnants of undigested food and a dense mass of pills. Oh. You don't take this many drugs by accident. Ja, das haben wir doch vorher schon gesagt. Also klar, entweder war... Es war ein Mord oder es war halt Selbstverschulden. Aber natürliche Ursache ist ja Quatsch. Junge, der ganze Magen ist da voll mit. Scheiße. Length and width normal. No obvious pathological changes. Undigested drugs found in the stomach of the deceased. The direct cause of death was probably an overdose. I'll check the rest of the organs, and then the nervous system. We'll see how significant the marks on the neck are for the whole case.
Die Menge der Drogen deutet auf den Tod durch eine Überdosis hin. Aber was bedeutet dann diese Marken am Hals? Ich meine, wir können Überdosis immer noch nicht ausschließen. The deceased's trachea is normal. Complete patency. No food or fluid. Nichts steckt in der Luftröhre. Lungs are normal. No lesions. The victim was probably a smoker. Oh, was unlikely wahrscheinlich. To be in any serious danger. So, die Lunge, die Luftröhre und den Dünndarm. Ach, den Dünndarm, sorry. Habe ich jetzt gar nicht gecheckt. The deceased's intestine is normal. No clear pathological changes. Abdominal cavity checked off. We can check the brain. Oh nein. Bitte nicht. Bitte nicht das Gehirn. I make a cut to open the lid of the victim's skull and remove the brain. Oh, Entschuldigung. Achtung! Der Fahrradhelm wird abgenommen! Brain is normal. No obvious lesions. Alright. I need to dissect it on a board. Okay. Schneiden wir mal auf den Bums. Sorry, Samantha, aber es muss. Wir müssen ja wissen, was passiert ist, ne? Das ist ja scheiße. Using a knife, I carefully cut through the brain tissue. I peek inside a bit, and... I don't think there's anything worth noting. Ja, aber warum diese komischen Stellen am Hals? Also as expected, the deceased's brain is in excellent condition. No discoloration or changes due to hypoxia. There is still the matter of the marks on the neck. Ja. It looks superficial, but who knows? Oberflächlich? Maybe the spinal cord has been severed. I need goggles and a saber saw. I think the goggles were in the desk drawer. Ich finde das übelst krass, dass die Dinger so aussehen. Das ist doch nicht oberflächlich. Das sieht mega. Also, ich weiß nicht. Ich bin jetzt hier nicht der Experte, aber Jack, meinst du nicht, das ist ein bisschen tiefer als gedacht? Alice. Jack? Geht's dir gut? Saw. I need saw. Fuck. Den Saw haben wir letztens fertig gespielt. Sorry. I know. I probably left it in the basement after its last cleaning. Nee! Du willst jetzt nicht, dass wir einfach in den Keller spazieren, als wäre das hier ein Jogginganzug, Joggingmorgen oder was? Nee, also, Leute, warum soll ich jetzt... Wer legt denn seine Säge, die er tagtäglich braucht, in den Keller? Als ob Ridley noch da vorne an der Rezeption sitzt, der ist schon längst tot. Samantha, bleibst da, ja? Der hat sich doch schon längst Flügge gemacht. Ridley? Mr. Ridley, I need a key to the basement. It's in the social room. Why is the key lying at the... never mind. Thank you. Hey, Hammond. Did you hear about the convoy? Well, maybe you'll get a chance to relive your glory days and catch Red Beat again, huh? Danke, Ridley! Danke, Mann! Let's hope they won't danke. Get a need for that. Ey! Hab ich gebrauchen können. Da du mir jetzt noch sagst, dass der uns gleich holen konnte, Alter. Du kleine Drecksau. If only he could put that much enthusiasm into his work. Junge, was ein schönes Arbeitsverhältnis, ne? Ist ja der Wahnsinn. I get the feeling that searching through this rubbish is more pathogenic than working with corpses. Wo ist der Schlüssel? Ah, hier. Please, may this be the last trip. Ah, lass uns in den Keller gehen, Chat, komm. Macht doch Spaß, oder nicht? Kommt uns Samantha gleich auf dem Dreirad entgegen und dann sind wir in der Falle festgeballert. Gar kein Problem. Wo soll denn da Problem sein? Also bitte, komm. Lass uns hier, wo ist denn der Keller überhaupt? Geh in den Keller und schnappe dir die Säbelsäge. Wie komme ich denn zum Keller? Wie komme ich denn in den Keller? Wo geht's denn in den Keller? Geh in den Keller und schnappe die Säbelsäge. Da ist keine Tür, da wahrscheinlich auch nicht kein Zugang. Da ist so eine Toilette. Hier ist Lagerraum. Oder auch irgendwie Büro für irgendjemanden, glaube ich. Sag mir nicht, ich muss nach draußen gehen.
Das ist auf jeden Fall. Nee, das ist ein Kühlraum oder so, glaube ich. Fuck. Why did the prison convoy Nein, hör auf! Into an accident? Ich gehe doch jetzt nicht nach draußen! Take a deep breath. Deep, pleasantly cool breath. You're nearly finished with the autopsy. Then you can go home and rest. Ja, das ist es. Mindset, mein Lieber. Genau. Alter, ich dachte gerade, da kommt ein Kopf angeflogen. Ich kann. Frische Luft. Ich meine, wenn man so lange da in so einem komischen Raum drin sitzt, dann kann man den auch mal gebrauchen, die frische Luft, oder? Ist doch nicht schlecht. Ist doch kein Problem. Ist doch alles super. Und komischerweise müssen wir auch genau dahin laufen, wo das Fenster gerade aufstand, oder? Das ist der Keller da hinten. Das ist ja... Das sieht ja einladend aus, ne? Birne, möchtest du kaputt gehen? Ach, rote Tür auch noch im Keller. Schön, schön, schön. Nee, schön. Nee, entspannt auf jeden Fall. Ist geil. Kommt Freude auf. I'll take the saw. Warum jetzt die Musik? Ist doch nur ein Keller, oder nicht? Ich wollte nur gucken. Haben wir eigentlich eine Taschenlampe mitgenommen oder sind wir komplett besoffen? Junge, wenn du noch einmal diese Boxen so aufdrehst, wirklich, ich habe mir gerade in die Hose geschissen. Zweimal. Ich brauche einen Schutzhelm. Ich gehe da nicht rein ohne Schutzhelm. Könnt ihr vergessen. So, jetzt bin ich mutig. Leute, versteckt euch hinter mir. Ich bin 18 Meter groß.